Sender. Alle Hits für Sachsen. Bei Radio PSR am Mittwochnachmittag und ich bin endlich nicht mehr allein. Silbermond sind da. Hallo. Ja, hallo. Hi. Schön, dass ihr es geschafft habt ins Studio. Ja, sehr gerne. Ihr habt ja jetzt eigentlich einen vollen Tagesplan, oder? Ja, ihr nehmt uns ja hier voll in Beschuss, aber dafür sind wir auch da. Wir freuen uns total. Wir machen dann gleich noch Soundcheck und freuen uns heute Abend auf die Hörer, die gewonnen haben. Wo kommt ihr jetzt gerade her? Wir kommen jetzt gerade aus Kiel. Oh Gott. Also ein bisschen weiter im Norden. Da sind wir heute über Nacht gefahren im Bus und sind heute früh angekommen, haben ein bisschen gefrühstückt, haben ein paar Mails beantwortet und so. Und dann freuen wir uns auf den angenehmen Teil des Tages, nämlich das Konzert. Also wird bestimmt schön. Was macht man denn da die ganze Zeit, wenn ihr unterwegs seid im Bus? Also schlafen primär dann, oder? Ja, also wir sind ja immer sehr spät dann doch im Bus. Also gestern war es für unsere Verhältnisse zeitig um 10 und dann hat man noch irgendwie den Tag ein bisschen ausgewertet und ein bisschen so die nächsten Tage besprochen und dann ist man ins Bett gegangen und früh ist man dann aus dem Bett gekrochen. Oh. Das war ein Rhyme. Genau. Wie ist das? Andere Künstler sagen ja, so eine Stunde vor Konzertbeginn, da will ich meine Ruhe. Macht ihr das auch so? Das sagen wir im Prinzip auch, aber das liegt jetzt nicht daran, dass wir dann irgendwie total ungestört sein wollen, sondern das ist eigentlich so unsere, in Anführungszeichen, heilige Stunde, weil wir uns da wirklich aufwärmen, also die Stimmen aufwärmen, besonders Stefanie natürlich, die Handgelenke aufwärmen und das sollte man schon diszipliniert machen, denn wir hatten es leider auch schon, dass man halt ein bisschen unbedachter auf die Bühne gegangen ist und dann ist das Risiko sehr hoch, dass irgendwas passiert, ob mit den Gelenken oder den Sehnen oder dem Stimmband oder so, also da muss man wirklich vorsichtig sein, deswegen immer schön erwärmen, schön warm machen die Stimme und die Gelenke. Und dann kann eigentlich soweit nichts schief gehen. Habt ihr denn auch so ein Ritual? Alle stellen sich nochmal in Kreis und schreien Huka-Schaka oder sowas? Nee, das hat man mal, dann kam man uns total doof vor und dann haben wir uns einfach nur noch so einfach ganz normal die Hand gegeben. Wie ist das? Ist das eigentlich anders für euch, in so einem kleinen Rahmen zu spielen, als vor so einer riesen Publikumhalle? Also es ist auf jeden Fall natürlich ein viel intimerer Rahmen. Ne? Ja, also klar. Die Leute sind halt super nah an dir dran und vor allem siehst du wirklich jedes Gesicht. Also du siehst jeden, der gähnt, du siehst eben dann auch jeden, der sich langweilt. Du siehst aber natürlich auch, wenn sich die Leute freuen. Mhm. Und das ist schon was sehr, sehr Krasses. Und das freut uns immer wieder, weil es ist nochmal so der Gegensatz zu einem großen Konzert, das wir spielen werden, wenn wir am 20. November hier bei euch zu Gast sind. Das ist ja was auch Schönes, ne? Ein großes Konzert zu spielen, aber sowas Kleines hat was. Ist man da aufgeregter? Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja, weil wir halt auch heute unplugged da sind. Das heißt, wir fahren halt kleinere Geschütze auf sozusagen, also Akustikgitarre, Akustikbass und Andreas spielt halt nicht mit normalen Stöcken, sondern mit sogenannten Routen, das klingt dann auch nochmal anders. Mhm. Aber das ist eine große Herausforderung, die Songs, die sonst halt auch viel von ganz großer Dynamik leben, halt wirklich mal zu reduzieren auf das, was sie eigentlich sind, Melodie, Gesang und wirklich so das spärlichste an Instrumenten, was man so mithaben kann. Und das ist eine Herausforderung, die uns immer wieder Spaß macht, die aber auch sehr aufregend ist. Also wir freuen uns wirklich sehr drauf. Wir spielen auch nicht jeden Tag so ein Konzert, also es wird bestimmt schön. Wie schön. Heute Abend Silbermond, Funkhauskonzert bei uns in den Radio PSR Studios. Danke, dass ihr das noch geschafft habt, hier das alles reinzuquetschen, euren vollen Tagesplan. Wir sehen uns dann heute Abend. Alles klar. Viel Spaß beim Soundcheck. Ja? Dankeschön. Tschüss. Ciao.